Schau mal, das ist von meinem absoluten Kindheitstraum, dass wir hier mal reinsitzen dürfen. Ich bin im Fall letztes Jahr schon mal gefahren, im Februar. Aha. Ja. Der Herr Enguela ist schon mal runtergefahren. Ist das etwa nicht ein Vorteil, oder? Ja, ich bin mit einem Viererbob runtergefahren. Ich hoffe einfach, dass die Piloten, die wir zugelassen bekommen, dass die gleich stark sind. Ja, weißt du, was das fair ist? Ja, besser wäre, wenn wir den gleichen Pilot hätten. Schau mal, kannst das mal reinschauen? Was ist jetzt hier die Steuere und was ist jetzt hier die Bremse? Du, wenn ich das wüsste... Ja, wo ist die Bremse? Was? Ich darf euch sagen, ihr habt etwas gründlich missverstanden. Was denn? Ihr seht, da hat nur ein Mensch drin Platz. Ihr werdet heute alleine am Steuer von einem Monobob sitzen. Er hat gesagt, selber? Allein? Ja, ich habe es fast alleine verstanden. Aha, da hat es ja kein Steuerrad. Das hast du richtig festgestellt, es gibt kein Lenkrad. Ihr seht, wenn ihr reinschaut, verschiedene Seile. Wenn du links ziehst, stürzt es nach links. Wenn du rechts ziehst, stürzt es nach rechts. Okay. Wie schnell fährt man denn hier jetzt mit dem? Das sind so Geschwindigkeiten bis 112 Stundenkilometer, die wir heute fahren werden. Ja, und wie viel G werden wir jetzt hier spüren? Unten raus drückt es dann auch schon anständig, dann werden wir auch bis 3G erreichen. Zum Glück habe ich nicht so viel zu Morgen gegessen. Oh, ist cool, ey. Du, aber Gregor, sag jetzt mal, wie schaffe ich es jetzt mehr Zeit rauszuholen gegenüber dem Charles? Also, wo holt man die paar Hundertel Zehntel? Die Sportart ist natürlich immer der Start entscheidend. Okay, und spielt das Gewicht eine Rolle? Das Gewicht spielt eine Rolle, ja. Man sagt so pro Kilo eine Hundertstel Sekunde. Okay. Es ist von daher gesehen natürlich je schwerer, desto schneller und desto schneller zieht es dich ins Tal runter. Hey, siehst du das? Hey! Das ist ja wirklich senkrecht. Hey! Der Wahnsinn! Aber wenn wir von oben kommen, ist das natürlich eine von diesen legendären Kurven, die auch nicht ganz so einfach zum Fahren sind. Man muss hier jetzt auch etwa 2-3 Mal eingreifen, damit man nachher schön unten rausfährt. Gut, Jungs, sind ihr bereit? Yeah. Ja. Alles gut? Ja, doch, doch. Alle Informationen gespeichert? Ja, ungefähr, ja. Dann machen wir es jetzt so. Jeder hat einen Lauf, der besser gönnt. Philipp Gerber kommt zum Trieb, 37,26. Martin O'Connor mit 113,332 Stundenkilometer. Yes, das ist beste. In 58,29 Philipp Gerber im Ziel. Mit da. Bestzeit. Die Bahn ist frei. Bahn frei für Charles Nguera. Gestartet, Charles Nguera. 3,44 am Start. 3,44. Nein. Okay. Langsam. Yes! So good! Schau gut, Silbo. Die letzten zwei Kurven machst du einfach. Boom, und der ist angehängt. Echt? Das okay, so das, es hat mich wirklich. Da ist es wirklich weh. Also, es macht mega Spaß.